Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen bei Skyrim mit Günni, mit Lydia und mit Isram, dem Mann der Stunde. Mit dem wollte ich nämlich reden. Moin. Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ja. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Was ist das für ein Ort? Irgendwelche Ratschläge? Ich suche niemanden namens Florentius. Den suchen wir. Wer hat etwas gesagt? Sorine oder Gunmar? Beide eigentlich. Ich dachte, sie hätten ihre Lektionen inzwischen gelernt. Scheinbar nicht. Ich traue ihm nicht über den Weg und ich will ihn hier nicht haben. Okay. Vergesst, dass ich was gesagt habe. Sorine dachte, wir hätten seine Hilfe nötig. Vergesst, dass ich was gesagt habe. Oh, nee. Wir reiten die mal rein. Ich sollte mich nicht von Gefühlen leiten lassen. Zuletzt hörte ich, dass er den Wächtern von Stendar in Ruhenwald helfen würde. Vielleicht ist er dort immer noch. Wenn er sich nur halbwegs normal verhalten kann, erlaube ich ihm hier zu bleiben. Ja, bin ich ja mal gespannt, was das für ein Kollege ist, den wir da jetzt suchen. Über die alte Dämmerwaffe, ist das für ein Ort? Irgendwelche Ratschläge? Nee, komm. Haltet die Augen auf. Ja, ich mal die Augen offen. Canyon der Dämmerung. Hinaus geht's. Schon ein ganz schönes Gebiet hier tatsächlich. Das ist ja gar nicht mal so weit weg, sag ich mal. Hier ist Heldenruh. Ja, komm, wir gehen über die Stelle, weil ich komme sowieso theoretisch drin vorbei, wenn ich jetzt laufen würde von hier aus. Also kann ich auch direkt von den Stellen ausgehen. Und jetzt, wo ich hier unser Pferdchen beschwören kann, ist aber auch mein Schatten weg und sowas, ne? Bisschen schade. Oder warte mal, wie läuft das eigentlich? Kann ich mir an Stellen theoretisch meine Pferde holen lassen oder kann ich die spawnen lassen oder so? Wenn mal ein Typ hier ist. Hallo? Ist da jemand? Ah, moin. Ich muss noch Pferde beschlagen. Also beeilt euch. Ich möchte eine Wildpferdkarte kaufen. Das ist bestimmt gefährlich. Kann ich ein Pferd kaufen? Ich möchte mein Pferd mit der Rüstung. Wer mein Pferdebrecher? Ups. Ich möchte den Sattel meines Pferds wechseln. Aha. Mhm. Ja, habe ich auch gesagt. Ja, keine Ahnung. Ist aber egal. Erstmal. Wenn wir unser Seelenpferd. So, muss reichen. Schade, dass er drin sitzt. Den Blick hätte ich gerne gesehen. Ich würde gerne ein Pferd kaufen. Na, kann ich ihn nicht verkaufen. Okay, ich nehme eins. Dann einfach so ein Seelenpferd aus dem Boden schießen lassen. Irgendwie vergesse ich ja Diesel, ne? Ich glaube, das müssen wir mal wiederholen. Wir hatten schon eine gute Zeit und irgendwie passt es zu Günther. Auch zu der Rüstung von Lydia und so. Das ist ein gutes Gesamtbild. Hier dieses mit den Seelen und das Nightmare und sowas alles. Das, ja. Ist ganz nett, passt aber nicht wirklich. Deswegen einfach mal vor der nächsten Folge oder jetzt demnächst nochmal irgendwann Diesel zurückholen. Ich weiß ja, wo es steht. Ich weiß ja, wo wir es geparkt haben. Ist auch günstig im Unterhalt. Muss ab und zu mal so ein bisschen Wasserdampf nachfüllen und dann hat sich das. Kein Futter, kein gar nichts, muss nicht pennen. So, wo bin ich jetzt hier? Irgendwie in diese Gebirge, glaube ich. Itzi bitzi spinni. Das liebe ich ja dann wieder, wenn mir irgendwo angezeigt wird, hey, du musst da in irgendeine Höhle, aber die ist weit oben und du hast hier nicht einen Ansatz von irgendeinem Weg oder irgendwas. Das könnte ein Weg sein, theoretisch hier. Zumindest sind doch hier diese ganzen Steine aufgestellt. Ich glaube, hier kommt man am ehesten nochmal lang. Auch eher so ein Kraxeln. Ich glaube, besser wird es nicht. Gut, dann gehen wir hier lang. Guck mal, hier sogar ein Lager. Alles klar. Das wirkt sehr intended. Okay. Schönes Bild. Unwaldgrube.
So, ich glaube, der ist verschwunden, deswegen dann macht er immer noch mal so einen kleinen Aufriss. So, ab in die Mine. Bist du Freund oder Feind? Du bist Feind. Alles klar. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Oh lol, jetzt machen die hier einen auf. Guck mal, ich habe eine Barriere. Verzauberter Wächter. Ah, schön. Das sind Leute, die... guck mal, ein Zaubertrankrezept. Nice. Das sind Leute, die nichts dafür können, dass ich sie jetzt erschlagen muss. Sowas liebe ich ja. Nein. Doch. Ja. Bei denen tut mir das dann sogar tatsächlich leid, aber ich kann auch nichts machen. Ne? Hab euch. Und am Ende wird sich aufklären, nein, das waren alles meine Freunde. Und dann werde ich sagen, ja, schade, aber die haben mich angegriffen. Und dann wird er sagen, ja, du konntest nichts dafür. Und dann werde ich sagen, hey, hast du Bock auf die Dämmerwacht? Und dann, nein, da ist Isram. Und dann, doch, aber der hat gesagt, wenn du dich verhalten kannst, dann kommst du mit. Und dann sagt er, yo, ich komm mit, wir treffen uns da. Irgendwie so. Erz. Yo. Oh, Günni, das war jetzt übertrieben. Und noch in Flammen Lydia. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben für Leute, die da nichts für können. Ganz ehrlich. Der Kopf leuchtet übrigens noch. Ich muss jetzt nicht die Kamera drauf hängen, aber der Kopf hat noch ein bisschen nachgebrannt. Apropos nachbrennen. Wir lassen das mal erstmal abbrennen, weil ich... Irgendwie sehe ich schon, dass wenn ich jetzt drüber gehe, dass Lydia dann hinterher stappt und dann stehe ich in Flammen da hinten. Das muss ich nicht haben. So, weiter geht's ab nach unten. Mal ein paar Fackeln. Da nochmal eine Truhe. Da nochmal ein bisschen Gold. Alles an Gold mitnehmen. Wie gesagt, wir investieren demnächst. Was war das? Hier drüben! Hier drüben. Zack. Günni. Mensch. Ist ja auch nicht. Also, bei irgendwelchen Goblins oder bei irgendwelchen Orks und sowas, die einen wirklich bewusst angreifen, finde ich das ja in Ordnung. Und aber das ist schon... Weiß ich nicht. Das war kein Wolf, das war ein Husky. Variation der Dedra. Nehmen wir gerne mit. Da ist noch ein bisschen was an Klamotte. Da ist... Okay. Den Kopf kann ich immerhin noch looten. Entdeckung von Runenwald nehmen wir auch mit. Das sah jetzt alles so ein bisschen nach Falle aus hier eigentlich, aber war nicht. Also weiter in die Höhle hinein. Hoffentlich. Ja. Komm schon. Lydia. Aber beide drehen jetzt einfach komplett am Rad hier. Ach, das sind Menschen, die sind unschuldig, aber sie können nichts dafür, weil sie unter dem Zauber von jemandem stehen. Hier. Was? Wir holen jetzt einfach unsere stärksten Angriffe raus und hacken die zu Hackfleisch. So, nochmal Entdeckung von Runenwald. Ich weiß nicht, ob das da oben auch schon Band 3 war, aber wir nehmen ihn einfach mal mit. Da seid ihr ja. Ach, da sind wir wohl. Das alles klar. Mach Idiot. Wahrscheinlich auch einfach nur gezwungen, hier irgendwie zu meinen, aber... Was machst du? Aktuell noch nichts. Ah, okay, da kommen Einzelschusspfeile raus. Verstehe. Okay, hier ist noch Erz. Ist auch nicht so wichtig. Was? Hier sind noch ein paar Leute. Nice. Ich mag die Armbrust. Und dann noch ein bisschen verbessern, wenn möglich. Ich habe sie ja schon verbessert einmal. Ich glaube, das könnte eine interessante Fernkampfwaffe werden. Leichenverbesser, guck mal.
Wer ist da? So einfach alle nur suchen und keiner guckt hier mal hin. Ach, hier ist Folk. Könnte der krasse Motherfucker so sein, dann kriegst du noch mal ein bisschen aufs Maul. Ihr mir. Naja, komm. Wir wissen beide, wie das endet. Ach komm, wirklich? Mit einem Abwehrschlag? Stabholz, ein Tunika, Stabholz-Monster? Nein. Moment. Körper der Werwölfe. Experimente am Körper des Werwolfs. So viele Bücher wie dieses beginnen. Objekt A, Morrowind. Objekt B. Objekt B, Zero Deal. Okay. Nehmen wir mal mit. So ein paar Werwolf-Studien kann man, glaube ich, mal mitnehmen. Hilft mir jetzt nur nicht wirklich weiter. Also habe ich jetzt. War er quasi so dieser Hive-Mind, der jetzt alle anderen mit in sein Verderben gezogen hat? Oder wie sieht das aus? Oder anders gefragt. Kommt jetzt noch irgendwo ein Gegner, der jetzt wieder geheilt ist, oder sind jetzt alle einfach weg? Und wo ist die Person, die ich suche? Die wird wahrscheinlich gefangen genommen sein, damit ich sie nicht abschlachte, wa? Wahrscheinlich hinter dieser Tür. Tempel. Da kommt auch nochmal ein Bossfight. Was? Was? Was haben wir denn hier? Die heilige Schrift der Minorne, okay. Begräbnisrune, Begräbnisrune, ist alles leer, da nicht, da ist noch ein bisschen Gold. Immer schön die Uhren angucken. Ist da jemand? Oh, das war knapp. Moment, ich muss mal kurz trinken. Wo sind wir denn hier? Da, Zaubertrank der Heilung. Deine Heilung. Ja, komm, hau Dübel hier rein. Was ist denn mit dir kaputt? Ist doch nicht mehr. Hallo? Scheiß Ernst jetzt? Zwei Blitze und das war's? Da brauche ich mir nicht die Mühe, mal in die Zaubertränke reinzudübeln, dann kann ich mich auch anschleichen. Warte mal, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen hier. Ich meine, ich weiß, dass ich squishy gegen Zauber bin, aber das war jetzt schon ein bisschen übertrieben. Ihr seid tot! Tot! Nun ja, kämpfe nicht schon. Ist wohl weggelaufen. Das ist mir nur. Okay, ich habe dein Buch gefunden. Ja, Lydia, du machst das schon. Hat ihr nicht auf. Okay. Schöner Effekt. Das war schon alles? Wirklich? Ich auch, wenn ich das muss. Okay, dann gibt es jetzt zumindest nochmal so ein bisschen eine Heilung hier. Bin ich aber ein bisschen frech, dass sie so viel Schaden macht, ne? Kann man sich ja gar nicht mehr gegenhalten. Aua. Hör auf jetzt. Alter. Dann entzieht sie mir damit auch noch irgendwie komplette Magika. Das heißt, ich kann mich gar nicht mehr hochheilen danach. Ich werde euch brennen sehen. Nichts mit brennen. Genug, ich ergebe mich. Nee, du kriegst aufs Maul. Verdammt. Zack. Zweimal ins Herz. Da liegt sie, die Usch. Jetzt mal schnell speichern. Menschenfleisch, natürlich. Runwaldschlüssel, schwarzer Seelenstein. Nehmen wir gerne mal mit. Stahlbolzenstab von Runwald. Ja. Danke. Mächtige Zauberin, ich glaube, es hackt. So, die anderen beiden Wächter, die waren nur Illusionen oder was? Nein, guck mal, hier liegt noch einer. Der ist einfach weggeflogen. Die Variation der D3 habe ich jetzt schon einmal mitgenommen. Tunika, ist klar, der hat nicht viel.
Na, nur so ein paar Wächter. Gut, dann, moin. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Arkay war sich nicht so sicher. Unter uns. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ihr es schaffen würdet. Aber ich hatte keine Zeit. Arkay. Ich wusste es die ganze Zeit. Okay, ja, ich mach mal auf. Moin. Ich wusste es. Ich wusste, Arkay würde mich retten. Ich bat ihn um Hilfe und er hat euch geschickt. Wer ist Arkay? Ihr seid an diesem trostlosen Ort sehr willkommen. Ich bin euch und Arkay einiges schuldig. Ich kenn keinen Arkay. Ich bin sicher, dass ich mich später bei ihm erkenntlich zeigen kann. Aber was kann ich euch zum Dank anbieten? Du könntest zur Dämmerwacht gehen. Isran braucht Hilfe. Ja doch. Isran, meine Hilfe. Soll jo. Das ein Witz sein? Hat Arkay euch das eingeredet? Wer zum Fick ist Arkay? Isran hat mich immer nur verspottet. Er hat mir nie den Respekt erwiesen, den ich verdiene. Übrigens coole Handschuhe. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Das ist ein bisschen bettelig, glaube ich. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe mich gerade aus einem ziemlichen Schlamassel befreit und ich begrüße eure Hilfe, aber... Ja, eigentlich habe ich dich aus dem Schlamassel befreit. Nein, das ist nicht, was ich... Ja, aber... Oh, seid ihr sicher? Wirklich? Ich habe nichts gesagt. Gut, Arkay sagt, es ist sinnvoll, wenn ich gehe. Ich sehe das anders, aber ich kann nicht einfach so tun, als gäbe es ihn nicht. Wir sehen uns in Festung Dämmerwacht. Seid unbesorgt, Arkay wird mir den Weg weisen. Mhm. Du machst das schon. Ne? Wir reden da nicht drüber, dass... Ja. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, Lydia und ich. Sie hat es auch gesehen. Sie hat, glaube ich, genau denselben Gedanken wie ich. Deswegen. Alles cool. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Irgendwie. Ach, guck mal. Nehmen wir doch einfach die Tür. Aber vorher gehen wir nochmal jede einzelne Urne durch. Für ein paar Golddinger. So, Runenwaldschlüssel ist eingesetzt. Damit kommen wir hoffentlich wieder direkt zum Eingang. Wie sich das für gute Dungeons gehört. Eine Vulkanglas-Streitachs habe ich jetzt auch mittlerweile, obwohl ich... Eine Streitachs weiß ich tatsächlich nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Macht sich auf jeden Fall gut in der Haupthalle. Ein bisschen Gold. Schön. So, ja, gut, das war jetzt einfach... War das jetzt einfach nur der Lootraum, oder? Kriege. Ja, okay, das habe ich jetzt mittlerweile auch schon 20 Mal, glaube ich, im Bücherschrank stehen. Jetzt ist die Frage, gibt es hier noch eine Tür? Da ist ein Hebel. Aha. Ich würde sagen, gibt es hier noch eine Tür, die mich direkt zu dem Haupteingang, Ausgang führt? Oder wie sieht das aus? Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen? So wie ich meine Skyrim-Dungeons kenne, nicht. Da gibt es doch immer einen schnelleren Weg nach draußen. So. Hier ist jetzt auch nochmal eine Höhle. Einfach nur aus Entdeckungszwecken werde ich die mal antatschen, zumindest. Dann war Tollwaldshöhle. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Klingt nach Schleim. Ah. Man siehe, besagter Schleim. Sehr gut. Gut gemacht, Lydia. Du bist sehr gut im Kämpfen. Nutze ich es noch zur Dämmerwacht einmal zu gehen? Ich gehe einfach mal schnell. Karte. Und dann zur Dämmerwacht. Da oben. Zumindest die Reise dahin kann ich in dieser Folge noch machen. Ich glaube, den Dialog, den müssen wir dann nächstes Mal machen, weil ich bin auch immer so ein bisschen knapp angebunden gerade hier. Mit den Folgen und zwischen den Folgen und überhaupt. Heute alles strikt nach Zeitplan hier. So, zumindest da. Kann ich nochmal kurz gucken in den Quest-Log. Wie sieht es denn aus hier? Blutrot, Entschlüsselung ist ein Türchen. Oh, das haben wir noch. Da weiß ich, was wir nächstes Mal machen. Wir müssen das Blut noch wieder zurückbringen. Für Septimus oben in den Eisfeldern. Da sollte ich ja die ganzen Leute abzapfen. Das machen wir nächstes Mal dann einfach mal. Blutrotes Herz, Bettleralmosen, Nierenwurz. Das ist alles noch so Hauptzeug, beziehungsweise größeres Zeug als das hier. Gut, mal für Auftrag Amboss verbessern. Trifft ein Wetttrinken, alles klar. Er scheint noch nicht hier zu sein. Deswegen würde ich einfach mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen.
sind jetzt am Ende angekommen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo da, wenn ihr denn möchtet. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und ja, ansonsten haut rein. Bis moin und tschüssi.